Es gehört zu den imposantesten Bauten Wiens, das Palais Coburg in der Nähe des Parkrings. Heute beherbergt der Weiße Palast an der Coburg-Bastei eines der elegantesten Hotels der österreichischen Hauptstadt. Tom Cruise war hier schon zu Gast. Anna Netrebko gab ihrem Angebeteten im Palais Coburg das Ja-Wort. Und internationale Spitzenpolitiker brachten in den hehren Hallen an der Coburg-Bastei die Atomverhandlungen mit dem Iran zu einem guten Abschluss. In früheren Zeiten war es Europas Hochadel, der im Coburg ein- und ausging. Der Weiße Palast nächst der Ringstraße ist aber auch aufs Engste mit der Musik und dem Leben des Wiener Walzer-Genies Johann Strauss verbunden. Es ist schon ein ganz besonderes Juwel, das Weiße Palais an der Coburg-Bastei. Noch vor 20, 30 Jahren war es ziemlich kaputt, lädiert, es hat überall gebröckelt. Vor einigen Jahren hat man das Haus dann ganz wunderbar generalsaniert und es erstrahlt nun in neuem Glanz. Wir begeben uns jetzt auf Spurensuche, die Geschichte des Hauses. Das Jahr 1857 war ein markantes in der Geschichte Wiens. Er habe die Absicht, gab Kaiser Franz Josef am Weihnachtstag bekannt, die alten Stadtmauern niederzureißen und an ihrer Stelle einen neuen Prachtboulevard errichten zu lassen. Die Ringstraße. Mit dem Baubeginn des Rings nahm eines der größten städtebaulichen Projekte des 19. Jahrhunderts seinen Anfang. Die alte, enge Innenstadt wurde großzügig zu den Vorstädten hin erweitert und mit ihnen verbunden. Wien wurde zur modernen Weltstadt. Mit der Ringstraße hat sich das Wien der Gründerzeit ein triumphales Denkmal gesetzt. Fast 2,5 Millionen Quadratmeter wurden mit Gebäuden verbaut. 1,5 Millionen hat man für Straßen, Plätze und Parkanlagen reserviert. Vieles musste weichen, damit Wien sein neues Diadem aufgesetzt bekommen konnte. Das Coburg hatte als Basteibau schon lange vor der Ringstraße begonnen und stand mit dem Abriss der Stadtmauern in einer völlig neuen Umgebung. Kunsthistorisch ist die Ringstraße eines der herausragenden Beispiele für die Architektur des Historismus. Gotik, Renaissance, Barock, aber auch die Architektur der griechisch-römischen Antike wurden wiederbelebt.
In diese architektonische Welt des Historismus passte auch das altehrwürdige Coburg immer noch. Zur Zeit der Belle Epoque war es eines der gesellschaftlichen Zentren Wiens. In der Ringstraßenzeit erlebte Wien eine der glanzvollsten Epochen seiner Geschichte. Ein wahrer Boom hat eingesetzt. Theophil Hansen und Gottfried Semper haben gebaut. Brahms und Bruckner, aber auch Johann Strauss, die ganze Familie Johann Strauss, hat komponiert. Und sie alle dominierten den Sound der Zeit. Der Walzerkönig Johann Strauss hatte enge Beziehungen zur Coburgschen Adelsdynastie, nicht zuletzt zur Wiener Linie. Auf den Festen und Empfängen, die während der Ringstraßenzeit im Palais Coburg stattfanden, wurden unzählige Walzer von Johann Strauss' Sohn, aber auch von anderen. So wurde die Albion-Polka hier uraufgeführt, die der umjubelte Musiker Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha gewidmet hat, dem Gemahl der britischen Königin Victoria. Johann Strauss komponierte aber auch für Queen Victoria persönlich ein Werk, das im Palais Coburg uraufgeführt wurde, den Walzer Windsor-Klänge. In der Ringstraßenära gaben die Festsäle in der Belle Etage des Palais Coburg den Rahmen ab für Konzerte und Lustbarkeiten aller Art. Und auch heute noch sind die Prunksäle ein prachtvolles Ambiente, nicht zuletzt für tänzerische Darbietungen. Wie aber kam das Palais Coburg nach Wien? Wir blicken zurück in die Biedermeierzeit. Damals ging es in der Hauptstadt des Kaisertums Österreich, zumindest im Vergleich zu anderen Metropolen, eher beschaulich zu. 250.000 Menschen leben in der Stadt, viele von ihnen in bitterer Armut, auch wenn man das auf den Bildern und Gemälden der Zeit nicht sieht. Die großen Adelsfamilien haben sich schon vor geraumer Zeit prachtvolle Palais bauen lassen, innerhalb wie außerhalb der Stadtmauern. Hier leben sie, die Kinskis, die Liechtensteins und andere Nobeldynastien der Epoche. Die Geschichte des Palais Coburg beginnt eigentlich lange, bevor es überhaupt geplant oder gebaut wurde, und zwar in Ungarn. Dort lebte das ungemein vermögende Geschlecht, die Familie Kohare, die hatte nur ein einziges kleines Problem. Es gab keine männlichen Erben, dafür aber eine sehr, sehr hübsche Tochter. Was hat man gemacht? Man hat die Comtesse nach Wien gebracht, 1814, 1815, zum Wiener Kongress und hier ein bisschen vorgeführt zu Heiratszwecken. Sie war sehr hübsch, sie ist der Männerwelt aufgefallen, auch dem Prinz Georg Sachsen-Coburg. Vielleicht auch deswegen aufgefallen, weil sie die mit Abstand reichste Erbin Europas war und die Sachsen-Coburgs damals ja fast vor dem Nichts standen, vor dem finanziellen Ende. Ein Jahr später hat man geheiratet und ein beträchtlicher Teil des Vermögens ist hier in das Palais Coburg gesteckt worden. Man sieht es ja heute noch, es ist unglaublich ausgestaltet, ein richtiger Prunkbau. Ein kleines Detail an der Sache: Das Paar hat nie in diesem Palais gewohnt. Es waren der Architekt Karl Schlepps und der Baumeister Adolf Korumpay, die für den Bau des neuen Prachtpalais auf der sogenannten Braunbastei verantwortlich zeichneten.
In 5 Jahren Bauzeit wurde das neue Gebäude hochgezogen, mitten auf der Stadtmauer. Der Wiener Volksmund, um bildhafte Vergleiche nie verlegen, belegte das neue Palais mit einem anschaulichen Namen: Spargelburg. Die vielen freistehenden Säulen erinnerten die Wienerinnen und Wiener an den schmackhaften Gemüsespargel, den sie Frühling für Frühling von den Feldern des vor der Stadt gelegenen Machfelds bezogen. Es waren bewegte Zeiten, als sich die Coburgs hier ihr Stadtpalais bauen ließen. Auf der einen Seite politisch ein gewisser Stillstand, was heißt ein gewisser, ein bleierner Stillstand, die Metternichschen Repressionen. Auf der anderen Seite ein Aufbruch. Die industrielle Revolution war voll im Gange, 1840, neue Fabriken in den Vorstädten, Manufakturen hier in der Innenstadt. Es hat sich unglaublich viel bewegt. Man muss sich das nur vorstellen, die Einwohnerzahl von Wien von 260.000 auf über 600.000 angewachsen. Also eine durchaus dynamische Zeit. Von machtvoller Dynamik war auch das Revolutionsjahr 1848 geprägt. Als die Wienerinnen und Wiener auf die Barrikaden stiegen, war das Palais Coburg noch unbewohnt. Wenige Monate nach der Niederschlagung des Volksaufstands zogen eine Tochter des früheren französischen Königs und ihr coburgischer Gemahl in die Spargelburg ein. Ferdinand August von Sachsen, Coburg und Gotha und seine Frau Clementine waren die allerersten aus der Coburg-Dynastie, die hier wirklich im Palais gewohnt haben. Clementine war ja die Tochter des französischen Bürgerkönigs Louis-Philippe und sie hat ausgesprochen viel Geschmack gehabt. Sie hat mitgeplant, mitgestaltet und es ist hauptsächlich ihr zu verdanken, dass die Belle Etage in diesem unglaublichen Prunk ausgestaltet und gebaut wurde. In den Prunkräumen des Palais Coburg war Johann Strauss immer wieder zu Gast. Die Lebensgeschichte des Walzerkönigs ist aber nicht nur musikalisch, sondern auch privat aufs Engste mit der Geschichte der Coburger verknüpft. Als der Kompositeur in fortgeschrittenem Alter in einen komplizierten Herzensballerwatsch geriet, standen ihm die Coburger treu zur Seite. In den 1880er Jahren war Johann Strauss mit einer jungen Dame namens Adele liiert. Und das ohne Trauschein. Ein unerhörter Skandal. Ich habe hier das heutige Tagblatt. Darin ist ein Artikel, da wirst du bösartig angegriffen. Und du konntest es nicht erwarten, ihn mir unter die Nase zu reiben. Schan, ich bitte dich, warte ab, was er zu sagen hat. Lassen Sie nur, Frau Adele. Ich weiß, mein Bruder ist sehr nachtragend. Das war er schon immer. Ich wollte dich nur warnen. Schau her, da steht: Walzerkönig lebt in Sünde mit einer Jüdin. Ich hab's gewusst, dass Sie uns mit Schmutz bewerfen, Shani. Ach, was die Zeitungen schreiben, ist mir vollkommen egal. Und genauso egal ist mir, was meine Familie denkt. Das ist es mir aber nicht. Nicht, wenn Sie unseren Namen verunglimpfen. Wo die Liebe hinfällt, gibt und gab es immer wieder Komplikationen. Und das wusste Johann Strauss auch sehr genau. Er wurde ja von seiner zweiten Frau Lilly verlassen. Zum Glück hat er sich recht bald wieder verliebt. Das heißt, die Trauer hat nicht so wahnsinnig lang angedauert. Seine nächste Angebetete war Adele. Sie war 31 Jahre jünger als er. Es gab nur dieses eine kleine Problem. Er war ja schon zweimal gefahren. Man hat sich glücklich vermählt. Alles war in Ordnung. Also gute Beziehungen zum Hochadel zahlen sich ganz einfach immer aus.
Nach der dritten Verehelichung lebte Johann Strauss noch 12 erfüllte Jahre an der Seite seiner Adele. Als der Walzerkönig 1899 starb, starb er nicht als Österreicher, sondern als Deutscher und als Bürger von Coburg. Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha gehörte zu den einflussreichsten Adelsdynastien des 19. Jahrhunderts. Durch geschickte Heirats- und Familienpolitik gelang es den Coburgern im Lauf der Jahrzehnte, sich mit mehreren europäischen Königshäusern zu verschwägern und sich familiär an sie zu binden. Die Geschichte der europäischen Hocharistokratie war ja sehr eng mit den Coburgs verknüpft. Nehmen wir nur die Erbauerin des Palais Coburg, Marie Antoinette, die vermögende Frau, hatte wunderbare, interessante Nachfahren. Ihr Sohn wurde König von Portugal, ihr Enkel König von Bulgarien und ihr Urenkel König von Rumänien. Auch mit den Habsburgern waren die Coburgs befreundet. Prinz Philipp von Coburg war der Schwager von Kronprinz Rudolf und dessen jahrelanger Jagdgefährte. Im Jänner des Jahres 1889 waren er und Graf Hoyos wieder einmal nach Meierling geladen. Und dann darf man eines nicht vergessen, auch Queen Victoria war eng mit dem Palais Coburg verbunden. Warum? Ihr Mann war ein Sachsen-Coburg-Gotha. Das Palais Coburg hier in Wien war also wirklich eine der allerersten Adressen auf dem Kontinent. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Palais Coburg wechselten. Auch in den turbulenten Jahren vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Auf dem Platz vor dem Coburg hatte die österreichische Gartenbaugesellschaft im Stil der Neorenaissance das sogenannte Gartenbaugebäude errichtet. Ab März 1944 wurde Wien immer wieder zum Ziel alliierter Luftangriffe. Der Zweite Weltkrieg brachte enorme Zerstörungen. Auch in der Innenstadt. Der Zweite Weltkrieg hinterließ schwere Spuren im Palais. Es gab Artillerietreffer und Bombenschäden. Schließlich vertrieb die Rote Armee die Nazis und das Palais Coburg diente als Unterkunft für russische Offiziere. Auch die österreichisch-sowjetische Gesellschaft war hier untergebracht. 1955 dann der Staatsvertrag, die Russen verließen Österreich und die ÖBB kam. 40 Jahre lang waren die österreichischen Bundesbahnen Mieter im Palais Coburg, erster und zweiter Stock. Dort waren die Beamten untergebracht. Wien zur Wirtschaftswunderzeit. Der Konjunkturmotor brummte. Österreichs Hauptstadt wurde autogerecht gemacht. Und während vor dem Palais Coburg das Gartenbauhochhaus hochgezogen wurde, ein mehr als umstrittenes Projekt, bröckelte das altehrwürdige Palais dahinter langsam vor sich hin. Nach jahrzehntelangem Niedergang erwarb der Finanzinvestor Peter Püringer und seine Frau Carla das Palais, das war im Jahre 1997. Man hat dann umgehend mit der Komplettsanierung des Palais Coburg begonnen, immer im Zusammenspiel mit dem Bundesdenkmalamt, das genau darauf geschaut hat, dass man den Stuck, die Böden, die wunderschönen Parkette möglichst authentisch restauriert hat. Und seit dem Beginn der 2000er Jahre erstrahlt das Palais Coburg wieder in altem, neuem Glanz. Oh.
Heute zählt das Coburg zu den elegantesten Luxushotels Europas. In 34 Suiten kann man jeden nur erdenklichen Komfort genießen. So viel Luxus hat seinen Preis. Zwischen 595 und 3.950 Euro pro Nacht muss man schon hinblättern, wenn man im Coburg logieren möchte. Das Gartenrestaurant Clementine im Glashaus ist an der Stelle des einstigen Palmenhauses untergebracht. Und im Mezzanin verwöhnt Starkoch Silvio Nicol seine Gäste mit fantasievollen Kreationen. Sein Restaurant wurde vom Gourmillot vor kurzem wieder mit 3 Hauben ausgezeichnet. Auf die opulente Weinkarte ist man besonders stolz im Gourmet-Tempel des Silvio Nicol. Mehrere 10.000 Flaschen lagern in den unterirdischen Kasematten des Palais, in einem der bestbestückten Weinkeller der Welt. Karin Thüringer ist Geschäftsführerin des Palais Coburg. Sie führt den Besucher in eine der prachtvoll ausgestatteten Suiten des Residenzhotels. Frau Thüringer, wir sitzen jetzt in einer der vielen Suiten hier im Haus, an der Sie, wie soll ich sagen, nicht ganz unschuldig sind. Sie sind Architektin und Sie haben beim Gestalten der Suiten mitgemacht. Ja, kann man so sagen. Aber wir waren hier halt ein ganzes Team von Architekten, Baumeistern, Ingenieuren. Wir haben viel zusammengearbeitet mit Kunsthistorikern, mit Architekturhistorikern, haben uns viel beschäftigt mit den historischen Plänen des Hauses, mit der Geschichte des Hauses. Und daher kam dann auch die Idee, dass wir jeder dieser Suiten einen Namen geben, einer der Persönlichkeiten, die mit dem Hause hier verbunden sind. Also hier jetzt die Suite 206 ist jetzt der Antonie von Kohari gewidmet. Daher, weil sie natürlich aus dem Hause Ungarn kam, daher die Farbe Rot jetzt zum Beispiel gewählt, dieses Rostrot. Und dann haben wir uns natürlich geschaut, dass wir jede Suite individuell ausstatten. Wir haben versucht, schöne Hölzer zu finden, schöne Seidenstoffe. Wollteppiche haben teilweise auch Antiquitäten, wie diesen Luster, wie einen antiken Schreibtisch, den ich auch ersteigern durfte, ausgewählt. Und haben uns dann auch viel Mühe gegeben bei der Dekoration. Wir haben also bei den Bildern Fotografien aus den Archiven gesucht, um einfach jeder Suite individuellen Touch zu geben. Möbel, waren noch irgendwelche da oder Luster aus der damaligen Zeit oder gar nichts mehr? Nein, Möbel und Luster waren gar nichts mehr da. Das haben wir. Wir haben zwar teilweise antike Möbel wieder hier, aber die waren dann nicht hier aus dem Haus. Den Komfort der Coburgschen Suiten weiß man auch in der Welt der internationalen Spitzendiplomatie zu schätzen. Im Sommer 2015 drängten sich Vertreter der Weltpresse in der Spargelburg nahe dem Wiener Ring. Der Grund? Die Außenminister Deutschlands und der USA trafen im Palais Coburg mit ihren Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich, Russland und China zusammen, auf das sie dem Iran in 10 Verhandlungen eine Verringerung seiner Atomkapazitäten abtrotzten. Schon im Vorfeld traf sich der iranische Außenminister Zarif mit seinem österreichischen Gastgeber. In Suite 206 stand zunächst Smalltalk auf dem Programm. Während der Atomverhandlungen mit dem Iran hat es hier im Palais Coburg so richtig gewurdelt. In den Suiten sind Vertreter von 7 Nationen gesessen und haben überlegt, vielleicht die eine oder andere Intrige gesponnen. Und dann hat man sich hier in den Prunkräumen getroffen, hat verhandelt und ist zu einem positiven Ergebnis gekommen. Einer der schlimmsten Konflikte unserer Zeit konnte gelöst werden. Möglicherweise hat so ein schönes Obstarrangement wie dieses hier zum Verhandlungserfolg beigetragen.
Möglicherweise. Vielleicht hat John Kerry so eine schöne Weintraube gekostet, hat heruntergeschluckt. Die anderen vielleicht auch. Man war allgemein guter Stimmung und das Problem war gelöst. Ein Prachtpalais vom Range des Coburg braucht natürlich auch einen repräsentativen Eingangsbereich. Das Stiegenhaus besticht durch seine geschmackvolle, aber keineswegs überladene Gestaltung. Frau Böhringer, jetzt stehen wir im Entree vom Palais und ich finde es etwas übertrieben groß, wenn ich das so sagen darf. Ja, man muss dazu natürlich wissen, dass der Haupteingang, der heute von der Seite der Coburg-Bastei ist, war früher hier zur Stadtinnenseite gerichtet. Das heißt, das war der Haupteingang. Das heißt, die Kutschen sind hier in das Vestibül gefahren. Die Gäste sind hier ausgestiegen. Der Hausherr kam gegebenenfalls hier runter, hat die Gäste hier hochgeleitet und die Kutsche ist dann hier die Kutschenumfahrt entlang gefahren. Also einmal durchs Gebäude und auf der anderen Seite wieder herausgefahren. Durchs Gebäude durchgefahren. Ich habe jetzt kurz überlegt, dass es hier wieder zurückgefahren nein, ist. Nein, das habe ich falsch verstanden. Deshalb gibt es eine Kutschenumfahrt, damit es auf der anderen Seite wieder bequem rausfahren kann. Trotzdem denke ich noch immer, dass die Kutsche und dass da irgendwie der Platz ist. Sind Sie sicher, dass sich das ausgegangen ist? Ja, sicher. Die Originalkutsche, die kann man heute noch bewundern. Aha. Die originale Coburg-Kutsche steht in der Wagenburg bei Schönbrunn. Und dort haben wir auch noch ein Modell hier zu sehen, hier im Haus. Und die ist auch einmal, haben Sie einmal gesehen? Und zur Eröffnung hier hatten wir die Kutsche, durften wir die hier uns ausborgen und durften wir hier im Vestibül stehen haben. Und die ist dann wirklich hier rein und drüben raus? Nein, wir haben sie hier im Vestibül stehen lassen. Ah. Jetzt sehe ich da hinten noch eine Glocke, wo ich mich ständig frage, wozu, was kann die Glocke, was macht die Glocke? Die Glocke kann läuten. Nein. Ja, probieren Sie es aus. Darf ich es probieren? Ja. Sie geht auch noch? Ja. Gut. Bitte. Mit dieser Glocke wurde die Herrschaft im Palais Coburg in früheren Zeiten vom Eintreffen einer Gästekutsche informiert. Sehr schöner Klang. Wer das nötige Kleingeld aufbringt, kann die Belletage des Palais Coburg für Partys, Zeremonien und Feste aller Art mieten. Und so sind die Prunkräume immer wieder Schauplatz glanzvoller gesellschaftlicher Events. Im Dezember 2015 zum Beispiel trat die Sängerin Annane Trepko im Spiegelsaal des Hauses in den Stand der Ehe ein. Bräutlich geschmückt gab die Primadonna Assoluta der internationalen Sopranistinnenwelt dem aserbaidschanischen Tenor Yusuf Eyvazov ihr nicht eben gehauchtes Ja-Wort. Beim Hochzeitskuss fand das Brautpaar zu einer wohl ausgewogenen Mischung aus Keuschheit und Ekstase. Nicht weit von den Prunkräumen entfernt, im Mezzanin des Palais Coburg, ist eines der renommiertesten Restaurants Mitteleuropas untergebracht. Das riecht ganz herrlich. Danke vielmals. Hier kann man 5-, 7- oder 9-gängige Abendmenüs genießen. Stilistisch setzt man auf internationale Hochküche. Echt gut. Anders gesagt, yummy, yummy. Im Restaurant des Palais Coburg schaltet und waltet Starkoch Silvio Nicol. 2 Michelin-Sterne und 3 Gourmet-Juhauben hat der gebürtige Sachse dem Haus schon erkocht. Die Gastronomiekritik lobt die handwerkliche Perfektion und die fast schon avantgardistische Kreativität der Nicolschen Küche. Essen und Trinken haben im Palais Coburg
eigentlich quer durch die Jahrhunderte immer eine große Rolle gespielt. Das hat sich nicht geändert und ich freue mich jetzt, dass ich ein bisschen mit Silvio Nicol, dem Küchenchef, hier plaudern darf. Von außen betrachtet empfinde ich immer das Dasein eines Küchenchefs, vor allem in Ihrem Niveau, eine unglaublich anstrengende Arbeit. Es ist äußerst stressig. Man muss eigentlich ständig auf einem hohen Niveau kochen, weil wenn man einmal daneben haut, die Mundpropaganda, es geht unglaublich schnell. Es ist ein richtiger Knochenjob. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das eigentlich als Hochleistungssport, aber ich sehe es, glaube ich, grundsätzlich als Lebenseinstellung. Weil ich glaube, wenn man die richtige Lebenseinstellung hat, dann geht man noch ganz anders zur Arbeit. Und wir arbeiten in der Küche sowieso ausschließlich im Team. Und das ist auch ein Teamsport, wie auch normal Fußball und anderes. Und wir motivieren uns miteinander. Und das macht einfach jeden Tag Spaß. Und das bringt uns immer wieder Kraft für jeden Tag. Ja. Was die Zuseher jetzt nicht sehen können, ist, dass hinter Ihnen steht ein Teil der Küchenbrigade. Und jetzt möchte ich Sie fragen, ob Sie ein strenger Chef sind oder jemand, der eher locker ist. Und während Sie antworten, schaue ich dann nach hinten. Also ich bin ein fairer Chef, der respektvoll mit seinen Mitarbeitern umgeht. Man nickt hinten. Ja, weil es gibt ja viele, viele Gastronomen und Köche, vielleicht früher noch mehr im Gegensatz zu heute, die, das habe ich selber oft erlebt, weil ich oft gefilmt habe in Küchen, die schreien und herumbrüllen, aber man ist es auch gewohnt. Das gibt es bei Ihnen nicht. Wenn Sachen passieren, wird natürlich auch immer kurz die Stimme angehoben, aber das ist, wie gesagt, immer noch alles mit respektvollem Umgang. Das ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Gut. Jetzt muss ich Sie fragen, was ist Ihre Lebenseinstellung? Meine Lebenseinstellung? Vollgas. Während die Gäste im Restaurant die ersten Vorspeisen genießen, darf der Besucher dem Maître de Cuisine in der Küche zur Hand gehen. Für den Wildsaibling, den er heute Abend in einer exquisiten Kreation servieren möchte, braucht Silvio Nicol auch karamellisierten Zwiebel. Wenn ich da reingreife, bin ich tot, glaube ich, so wie Sie. Aber nein. Sie haben schon. Das geht schon. Ah, oh ja, nein, das ist total heiß. Das spritzt halt ein bisschen. Ja, aber es ist wirklich wahr. Ja, Sie können ja, das. Ja, wir merken ja, glaube ich, nicht mehr so viel. Wir sind es ja gewohnt. Ja. Wir sind es ja gewohnt. Also hier, man sieht, 2 Minuten. Ja, ich kann da gar nicht hinschauen, das muss einfach total wehtun. Ja. Nein, nein. Das hat also aber jetzt auch wehgetan. Die Seite ist schon kalt, ne? Okay. Das geht schon. Aber so wie Sie es jetzt gehalten haben, das hat Ihnen auch wehgetan. Nö. Das geht schon. Die gastronomischen Qualitäten des Palais Coburg wissen auch Hollywood-Stars wie er zu schätzen. Während der Weltpremiere von Mission Impossible 5 ließ es sich Tom Cruise nicht nehmen, im Coburg zu dinieren. Nachdem sich das Filmteam bei einem superben Abendessen gestärkt hatte, genoss der Star die Huldigungen seiner vor allem weiblichen Fans. Auf die Gestaltung des Parks und auf seine liebevolle Pflege legt man im Palais Coburg großen Wert. Wir stehen jetzt hier im Garten. Es ist ja eine ganz eigene Vorstellung. Wir sind mitten in der Stadt, stehen aber mitten im Grün. Das war früher auch schon so. Ja, das war früher auch schon so. Heute haben wir natürlich hier auch eine schöne kleine Stadtoase, die auch den Wienern natürlich heute offen sein soll, wo sie hoffentlich ihre Freizeit oder entspannte Momente verbringen können, weil es halt wirklich mitten im Grünen ist, aber trotzdem mitten im ersten Bezirk. Das Gartenrestaurant Clementine im Glashaus ist das zweite Etablissement im Palais Coburg, das lokulische Genüsse bietet. Ich
Im Hintergrund sehe ich jetzt einen Pavillon. Das hat man auch nach alten Modellen irgendwie nachgebaut. Oder was war hier vorher? Ja, an dieser Stelle war vor etwa 130 Jahren die Orangerie des Palais Coburg sozusagen. Und wir haben dann anhand der Pläne von 1882 sozusagen diese Stahl-Glas-Konstruktion wieder versucht nachzuempfinden und den Glaspavillon in ähnlichen Dimensionen wieder aufzubauen. Und Namensgeberin ist hier auch die erste Bewohnerin, die Clementine von Orléans. Deshalb heißt es auch Clementine im Glashaus. Und hier haben wir halt kulinarisches Angebot heute für die Wiener, wo es halt darum geht, je nach Saison mit Grillen, Punsch oder schönem Glas Wein oder tolles Frühstücksangebot. Das ist halt jetzt hier heute in dieser kleinen Oase sozusagen machbar. Und es gibt, das weiß ich, einen berühmten Grill hier. Man kann im Sommer... Ja, im Sommer gibt es den Grillen und okay. Im Winter die Wintertage als Punsch sozusagen. Sehr gut. So prachtvoll sich die Repräsentationsräume im Palais Coburg heute auch darstellen. Die Geschichte des Palais an der Coburg-Bastei beginnt im Grunde lange bevor der Prachtpalast nächst der Ringstraße errichtet wurde. Das Wien der frühen Neuzeit war von massiven Befestigungsanlagen umgeben. Mächtige Basteien und robuste Stadtmauern schützten die Hauptstadt des Habsburgerreichs vor feindlichen Invasoren. Im heutigen Palais Coburg erinnert noch vieles an die Zeit der Türkenbelagerung, auch architektonisch. Die imposanten Kellerräume unter dem Coburg hat man vor einiger Zeit mit großem Aufwand wieder instand gesetzt. Die mächtigen unterirdischen Gänge gab es schon lange bevor das Palais Coburg im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Wir sind jetzt ein, zwei Stockwerke hinuntergefahren, stehen unter dem Palais Coburg in den berühmten Kasematten. Ich bin sehr beeindruckt, weil wenn man nicht weiß, dass so etwas mitten in Wien existiert, auch von diesen Ausmaßen her, ist man ganz überrascht, wenn man daherkommt. Wie hat das ausgeschaut, wie Sie das erste Mal hierher gekommen sind? War da überall Erde? Oder ja, war das? Also das war hier alles, wie gesagt, das ging so schräg runter und wir sind dann in der Erde von der Kutschenumfahrt hier hinunter gestapft, die Rampe entlang so hoch in Erde gestanden und dann hier das besichtigt. Das Ziegelgewölbe sah eigentlich relativ genauso aus. Das haben wir also wirklich auch nur Sand gestrahlt und nicht sehr viel verändert. Aber hier unten drunter ist natürlich einige Technik versteckt. Wie tief geht es da noch hinunter? Ein paar Meter, also so ein, zwei Meter mindestens. Nee, es gibt noch einen zweiten Keller, Entschuldigung. Auch noch? Noch tiefer, ja. Wahnsinn, unglaublich. Es gibt noch einen Eiskeller. Ja? Ja, aber nicht in der Größe? Nein, nein, ganz klein. Zahlungskräftige Kundinnen und Kunden können auch die Kasematten unter dem Coburg für Hochzeiten, Partys und alle Arten von Lustbarkeiten mieten. Ein Angebot, von dem immer wieder gern Gebrauch gemacht wird. Zum Beispiel im Fall Kesser Trachtenmoden schauen, die den Begriff Alpinmode auf exaltierte Weise neu interpretieren. Das Coburg als Aufmarschgebiet für junge, trendige Dirndlmode. Nur wenige Schritte weiter befindet sich der vielleicht größte Schatz des Palais Coburg, sein Weinkeller. Das britische Magazin The World of Fine Wine wählte die Edelvinothek 2014 zum besten Weinkeller der Welt. Die Sicherheitsmaßnahmen hier unten sind enorm. Zutritt hat man nur mit Chip und nach Abgabe eines Fingerabdrucks. Herr Kneidinger, Chefsommelier des Hauses hier. Es rauscht so wunderschön im Hintergrund, weil natürlich der Keller temperiert ist. Es gibt mehrere Keller im Haus. In welchem stehen wir jetzt gerade? Wir befinden uns jetzt in dem größten, in dem wertvollsten auch, in dem Frankreich-Keller. Insgesamt haben wir ja sechs verschiedene. Das Rauschen, das Sie hören, muss sein oder ist ganz, ganz wichtig. Ja. Es liegt hier ein Wert von 18 bis 20 Millionen Euro Marktwert an Wein gebunden in allen Kellern zusammen.
Und die Temperierung, die Luftfeuchtigkeit, die Lagertemperatur, die Konditionen sind immens wichtig, dass der Wein eben länger hält und die Qualität auch auf lange Zeit halten kann. Also das ist das Um und Auf, wie man so schön sagt. Sie haben gerade gesagt, 18 bis 20 Millionen Euro sind diese Weine hier wert. Warum spielt das hier so eine Rolle? Wie hat man diese unglaubliche Sammlung zusammengetragen? Insgesamt haben wir über 50.000 Flaschen, die wir hier behüten und verwalten und zum Glück auch probieren können. Und angefangen hat das durchaus auch mit dem Privatkeller vom Besitzer, aber auch durch viel Hilfe von den Winzern auch, die natürlich da mitgeholfen haben. Und natürlich sind wir laufend auch unterwegs, schauen uns Privatkeller an, kaufen laufend im Prinzip weltweit ein und suchen uns die nettesten Dinge zusammen. Das heißt, es wächst und wächst, die Sammlung hier? Das kann ich eigentlich nur teilweise positiv beantworten. Wir verkaufen fast jährlich um die 700 verschiedene Weinpositionen auch ab, aber wir kaufen auch wieder zu. Das heißt, es ist ein sehr lebendiger Keller und einer, der sich natürlich bewegen muss. Und er darf nicht vergessen, bei all dieser Romantik und Superlative im Wein, dass er jeder doch ein Ablaufdatum hat. Und das müssen wir natürlich im Auge behalten. Das heißt, nur kaufen und lagern, das geht auch nicht. In der Coburg-Winothek treffen immer wieder Kaufangebote von Weinliebhabern aus aller Welt ein. Allein die edlen Tropfen, die hier gelagert werden, sind ausschließlich für die Gäste des Coburg-Restaurants bestimmt. Was ist denn der älteste Wein und ist das auch der wertvollste? Der älteste Wein ist verrückterweise älter als Mozart, ist aus dem Jahr 1727, nach wie vor ein trinkbarer Riesling aus dem Rheingau. Aber es ist definitiv nicht der wertvollste. Wir haben Weine, die teilweise bis über 120.000 Euro hochgehen. Eine Flasche? Ja, in dem Fall ist es ehrlicherweise eine Großflasche, eine 6-Liter-Flasche, aber in der Normalflaschengröße enden wir quasi bei ca. 80.000, 70.000 Euro. Und sagen Sie mir nur, was ist das für einer? Das ist ein gereifter Bordeaux aus einem absoluten Spitzenjahrgang. Da sind wir fast schon 100 Jahre alt. Und das Tolle ist, ich darf auch was verkosten. Ich sehe ja, hier eine ganz aufgeregte Flasche. Was kriege ich da? Wir probieren was. Ich habe gehört, dass Sie aus der Gegend kommen. Einen Wein vom Weingut Nikolaihof, ja, der Familie Saas. Ja, natürlich. Die ja Aufmerksamkeit erregt haben durch die 100 Parker-Punkte, der erste Wein, der das gekriegt hat. Und wir probieren aber nicht den 100 Parker-Punkte-Wein, sondern meiner Meinung nach einen besseren. Das ist der 90er Riesling Winothek. Und ich denke, ein sehr, sehr schöner Tropfen. Sehr zum Cheers, Wohle. Danke. Wirklich ein guter. Die Flasche ist fast zu klein. Meist das gut. Das Palais Coburg unweit der Ringstraße. 170 Jahre europäische und Wiener Geschichte spiegeln sich in der Historie des Hauses, des prachtvollen Weißen Palasts an der Coburg-Bastei. Wir sind schon wieder am Ende unseres Besuches im Palais Coburg angelangt. Leider, wie ich meine. Und ich werde jetzt die berühmte Glocke läuten und schauen, ob eine Kutsche kommt. Ich glaube nicht.